tock, tick, tock, tick, tock. Epische Musik erklingt. Ja. So, Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal wieder langfristig und nicht nur so ein Kurzflash-Gedings, hast du nicht gesehen. Sondern etwas mit wohl recht langer Länge. Nein, Let's Play und so. Ich weiß es ja nicht. 200 Milliarden Parts mindestens. Und ja, ich weiß schon, was es ist, weil ich es mir vorhin angeguckt habe. Deswegen klicke ich einfach auf Warten und gebe hier mal den Namen ein. Ich gebe den Namen ein. Das ist nicht das Original, weil ich das irgendwie total langweilig finde und keine Ahnung habe, warum da so viele Leute drauf stehen. Egal. Es geht los. Wie gesagt, Blind Let's Play. Ich habe nur viele gute Sachen gehört über dieses Spiel. Es soll eine zu gute Storyline haben, um wahr zu sein und so. Und da hinten ist eine Feier. Was feiern die denn da hinten? Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Und wir zoomen erstmal woanders hin. Okay. Wir zoomen nach Süden. Da irgendwo ins Fischerdorf oder was? Okay, ab jetzt ist es blind, Leute! Da sagt jemand meinen Namen. Da sagt jemand nochmal meinen Namen. Und da sagt mir jemand guten Morgen. Woohoo! Keine Ahnung, wer es ist. Wir werden sehen. Okay, ja. Stimme überlegen, man kennt mich. Final Fantasy 6 und so. Nun steh schon auf! Hopp, hopp! Ja, passt. So ein bisschen. Glaube ich. Und episches Fenster aufmachen. Woohoo! Ah, Lenas. Ja, Erklärungen. Lenas Glocke macht so schöne Musik. Wahrscheinlich irgendeine epische Glocke, die voll die zentrale Rolle haben wird. Könntest dir vor Aufregung die heutigen Jahrtausendfeier sicher kaum schlafen, nicht wahr? Und da ist die... Egal, ich möchte, dass du dich benimmst. Also! Du... Das ist mal geil. Du könntest aufstehen. Ich kann da aber auch liegen bleiben, nicht wahr? Ja. Wow. Und wir haben einen recht großen Sprite. Für ein RPG. Cool. Dann gucken wir uns doch einfach mal um. Wir haben hier ein Steinzeitalter-Radio. Okay. Was auch immer. Ein Buch, aber wir können irgendwie nichts ansprechen. Oder? Welchen Button? Welchen Button? Ah, hier haben wir das Menü. Wunderbar. Keine Ahnung, wie ich es aktiviert habe. Auf irgendeinem Action-Button oder so. Ich möchte gerne raus. Danke. Achso, auf B können wir rennen. Seht mich an, wie ich rumrennen kann. Nichts, wenn nichts drin. Ach Mann. Ich dachte, jetzt könnte ich mal meine epischen Pokémon-Skills aktivieren und irgendwas hier aus dem Anfangsraum sehen. Egal. Wir gehen runter. Runter. Hallo. Endlich. Ach ja, diese Freundin von mir. Hm. Wie heißt sie noch gleich? Ich hab's vergessen. Oh mein Gott. Ach, ich bin gerade so einfallslos. Ich lass einfach den Originalnamen. Ach ja. Luca. Wird das überhaupt so? Ach, egal. Luca. Denk dran, sie möchte dir ihre neueste Erfindung zeigen. Ah, eine Erfindung. Bestimmt kein Party mehr, der Achiger. Jetzt geh aber zum Abendessen zurück. Okay. Ich bin bestimmt zurück. Oder auch nicht. Lalala. Okay, wir sind auf der Overworld. Ich gehe einfach mal davon aus, wir wollen da oben hin. Also gehen wir erstmal nach unten. Juhu. Was war das? Da war doch gerade Text. Da war doch gerade Text. Oh. Gutes Herrenhaus. Okay. Und dann sind wir direkt im Haus. Okay, nicht viel Overworld, aber okay. Hey, kennst du dieser... Achso, unsere, ja. Lesen und so, das wird heute nicht mehr. Ich sage einfach mal ja. So, weil ich mir das gerne selber rausfinde und so weiter. So. Ja, männlich oder... Aber das ist jetzt gerade wirklich schwierig. Egal, lalala, einfach den... Ach cool, du kannst sogar während Dialogen hin und her rennen. Cool. Cool. Ich überlese jetzt einfach den ganzen Text und lenke euch damit ab, dass ich gehe. Weil ich keinen Bock habe, irgendwelche Stimmen zu synchronisieren. Du da bist shiny, du bist wichtig. Da hinten, du da. Ey, ey, ey. Ah. Du bist also ein Speicherort. Wunderbar. Ja. Oder auch nicht. Der da ist nur eine Kopie. Speichere deine Fortschritte immer, wenn du einen echten findest. Ach so. Ah. Okay. Also du hast einfach einen kopierten Safe State über dir gelegt, oder was? Super. Hey. Ho. Laufen die Kinder durch mich, wenn ich hier stehe? Natürlich. Was auch sonst. So, wir gehen hier hoch und da sind ganz viele random Leute, die
Dieser Sprite, ne? Also ich meine, dieser Sprite. Der geht jetzt schon irgendwo ein, wo es wichtig ist und so. Egal, wir gehen zum Fest. Wuhu! Ich konnte rennen. Juhu, ich konnte rennen. Ach komm, nee, ich gucke irgendwann anders mal da rein. Erster Part und so, da muss erstmal was Wichtiges passieren, damit ich das Let's Play vielleicht eventuell interessiere. Ich find's immer noch so, dass wenn wir stehen, einfach alle Leute durch uns durchgehen. Willkommen zu uns, Jahrtausendfeier. Viel Spaß. Danke. Achso, nee, das zeigt sie. Ich dachte, egal. Hoffentlich fliegt's nicht wieder in die Luft. Das war voll die passende Stimme und so. Du bist bestimmt ein... Was? Ja, falsch hat gewonnen. Okay. Wer zur Hölle... Ich sag jetzt einfach mal GI-Jogger. Ach so. Ich train mit! Go Jogger, Go Jogger, Go, Go, Go Jogger, Go Jogger, Go Jogger. Ich gewinne! Gewonnen! Wuhu. Verdammt, ich habe mich nicht auf mich gesetzt. Nein! Ja, genau. So. Habe ich gewonnen? Habe ich gewonnen? Abwarten und Tee trinken. Hey, habe ich gewonnen? Habe ich gewonnen? Oh, der Stahlrenner hat gewonnen. Nö. Da gibt's bestimmt irgendwas Episches später. So, Waffenhändler. Nee. Doch. Nee. Egal. Ich würde mal sagen, es ist typisch RPG, dass es immer die Person ist, die man da anschreit. Und Hauptsache, die Leute drehen sich nicht einem um. Egal. Aber ich finde es echt cool, dass man während den Dialogen gehen kann. Das ist cool. So, jetzt... Ich tue nichts. Achso, ich muss jetzt A drücken, damit es möglichst weit... Oh, da drücke ich natürlich weiter hinten, ne? So, bam! Und jetzt kann ich ihn nochmal ansprechen. Hab ich doch! Okay, noch ein Versuch. Man muss wahrscheinlich bis oben an die Glocke kommen, deswegen werde ich so... Boah! Juhu, erstaunlich, dafür gibt es einen ganzen Silber. Wow, jetzt habe ich einen... nee, ich will ins Menü. Wo steht denn das? Irgendwo wird das bestimmt stehen. So, ich möchte hier gerne raus, danke. Okay. Weiter geht's und so. Wo müssen wir? Wir müssen bestimmt nicht ins Schloss. Bestimmt nicht. Auf gar keinen Fall. Und deswegen gehe ich jetzt dahin. Einfach so. Ich kann rennen. Immer noch. Muss mich dran gewöhnen. Okay, das ist auch ein Talisman, der da wegfliegt. Egal. Hey! Oh, das hat weh! Oh Gott, die epische Glocke, die niemand angestoßen hat. Tut mir leid, alles klar? Ja klar. Oh, hey, mein Amulett! Das ist bestimmt nicht da oben. Da, siehst du es? Da, genau hier. Da, siehst du es? Hallo, hier, hallo. Da, hier, Amulett, hier, da. Egal, dann geben wir es ihr einfach zurück. Hier. Gott sei Dank, mein Amulett. Das hat großen ideellen Wert. Da ist ein... Nein. Tschüss. Nein, natürlich. Wegen dem Fest hier, du wohnst im Dorf. Ja, welches Dorf? Es gibt hier drei. Egal. jetzt habe ich gar nicht gesehen. Egal. Sie hat sich auf jeden Fall gefreut oder so. Oh Gott, die Namen. Ach komm, Originalnamen. Nur Namen des Protagonisten ändern und so. Ja, gehen wir, komm. Und wir haben unser erstes, zweites Partymitglied. Ja. Oh. Ich habe einen Silberpunkte. Yay! Super. Nein. Ich meine, 50, wie viel haben wir? Wir haben noch 400, oder? Moment, Menü. Gott, voll Wucher, ey. Da muss ich 10-mal dieses bescheuerte Glockending spielen, damit ich 50G bekomme, oder was?
war. Sie sind noch am Aufbauen. Komm später nochmal vorbei. Wir müssen bestimmt nicht aus der Map, um weiterzukommen. Das habe ich heute eigentlich mit meinem bestimmt nicht. Man weiß es nicht. Lo, 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 lo.